Wieder mal mit der. Der Ewald steht schon da. So begrüßt. Richard, wenn du jetzt nicht aufhörst zu filmen, dann komm ich wieder nach Hause. Welche Hose? Wie schnell konnten wir das gar nicht haben. Ich bin so sauer, ich richte mich immer so auf mit der Filme weiter. Wieso, das muss ich später alles nicht mehr. Wenn du 90 bist, dann siehst du das gar nicht. Auch meine Fettbeute. Das muss man ertragen können. Ich würde auch sagen. Ist doch nicht so lang. Doch, ihr könnt schon mal. Ich bin der Rutschbeine. Ich bin jetzt weg. Ja, du musst ja nicht denken, dass ich am Ende ist. Du wirst ja jetzt halt für. Hast du denn auch so ein Gerätchen dabei, was wir gleich anschließen können? In unser super Fernsehen. Der Felix. Der Felix. Sprich doch mal L. So, und das ist für den Jan. Danke. Ist das ein neuer Zahnbecher? Nee. Der Sabine hat so Süßigkeitenbecher gemacht. Schön. Aber wenn wir gewusst hätten, dass der Zahnbecher und die Fahne. Nee, wir haben ja diesen schönen keine blauen 95. Hat er schon einen. Mal ist eines für dich, eines für den Ewald. Jetzt weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr sehen. Ich werde das schon rauskriegen, welche für mich ist. Also die dickere Wäsche. Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das würde mir leid tun. Aber da ist ein Siegel. Hier ist ein Siegel drauf. Aber ja. Dass sie sich dann noch was höflich einfallen lassen. Oder lass mal das mal reingehen. Ich glaube, du kannst da drauf. Nee, ich habe die schöne Decke. Ja, das macht nichts, Lilo. Da hinten ist noch ein Schenk. Ist es nicht ganz so für den. Ja, dann kommt mal rein. So, da kommen wir alle rein. Ja, jetzt. Draußen. Ja. Liebe Sommer, können wir uns noch ein bisschen draußen? Ja, ja. Draußen. Bestimmt. Ja, gut, dann gehen wir raus. So, jetzt erstmal auspacken. So, wir haben aber auch ein bisschen für euch, damit ihr nicht so leer ausgeht, immer die armen Kinder. Ja, dann guck mal. Also. Komm rein, Andreas. Dass du die armen Kinder hast. Ja, sie kommt ja rein in die neue Tür. Und hier habe ich. Ja, sehr gut. Guck mal, was ist das für mich? Ja, das ist noch ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen Stühle reparieren lassen. Gut. Sehr schön. Das große Hefte. Hör mal, hast du das Alf, schon? Nein. Die Sabine hat gesagt, Alf muss mitnehmen. Ja, hat ein einziges. Und dann hat sie gesagt, die erste kaufe ich nicht, die hat er bestimmt schon. Was hast du denn für eine? Die Nummer zwei. Ja. Ja. Weil die Nummer eins hatten sie nicht. Gott sei Dank. Ja, das ist jetzt das Neueste. Klar. Du musst ja immer auf die Kinder verlassen. Habt ihr denn, da ist noch, es ist noch innen noch was drin, Andreas. Ja, das kannst du ruhig mal ausschütten. Weißt du, was es ist, Sabine? Ja. Erkennst du? Im Gegensatz zu meiner Mutter. Ja, ich wusste es auch nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin sehr geistig angespannt. Setzt euch nach draußen. Ja. Ich gehe ja auch nicht. Das ist mein Telefon. Ja, wenn ich mal die Südstadt, ja, wenn ich gerade mal, ich habe ja da Südstadt und so, dann gehe ich da schon mal hin. Da ist nämlich auch eine Mutter von Klassenkameraden von Andreas, aber die Silvi hätte ich da nie gesehen, weil ich da nie, ich gucke ja nur vorne an, immer, sag ich. Ja. Ja, ja, ich gehe mal lieber zu. Ja, es ist folgendes. Mir passiert das auch schon mal jemanden gesehen, wo ich nie vermutet hätte. Wo ist denn das Kabel? Jan, bei dir im Zimmer. Ich habe alles auf das Sofa geworfen, bei uns im Schlafzimmer vielleicht auch noch. Da liegt noch nicht mehr schon alles. So haben wir einen Kollegen, der ist aus der Verwaltung. Der macht nur so Kopf. Hallo. Hallo, Mail. Geguckt. Ich hatte gehört, dass der so schwindelig ist. Und dann ist der Vogel. Geguckt. Der war für mich, ich dachte, der kommt, also so schnell kann der gar nicht hier sein. Ich war ganz eilig, doch begrüßt habe ich den. Ich hab gar nicht, ich mach du mal richtig Krach. Mach du mal richtig Krach. Ich hab gefragt, wie es ihm geht und so. Ich habe mit dem zusammen, ich habe nichts mit ihm zu tun.
habe ich gesagt, sag dir meinen Arzt, wenn ich möchte entschuldigen. Ich sage, das ist mir richtig unangenehm. Jetzt habe ich noch mal. Ja. Ja. Ich war gar nicht auf den Weg, ja. Außer meiner. Ich denke, kann ich hier sein, ne? Das geht, kann ich sein. Ja. Mama. Mama. Was kann er noch? Katze, ne? Mama. Katze? Mama. Mama. Ich muss aufs Video hier. Viel sprechen musst du. Klar. Er tippt nichts. Was ist das Holz? Mhm. Der wird schnell groß. So. Der wird schnell groß, der Junge. Ja. Und der Jan, der hat den Jan so gern, die spielen sehr viel zusammen. Mhm. Ganz, ganz praktisch mit dem Jan, der kann auch ganz gut. Ist ja fast so gut wie ein Bruder, ne? Das ist wie ein Bruder. Ja. Immer. Man sieht ihn ja jeden Tag, ne? Auch wenn er nicht bei uns ist, aber man sieht ihn jeden Tag, ne? Was? Hallo. Ich war bei einem Kränkel. Ach so, ja, stimmt. Der hat ja nichts zu erwischen. Hallo, Meide. Ja, Meide. Warte. Ja, so Zwischending. So richtig freuen ist das nicht. Nee, gut. Meide. Hat auf jeden Fall gesprochen jetzt da rein. Ne? Ganz viel. Ganz viel Mann. Ja, das ist ja. Mama. Das geht am besten, ja? Ja. Wo ist der Papa? Wo ist der Papa? Papa! Da ist er, ja. Das geht so. Er weiß auch, wo der Hund ist. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Der Hund. Ja, den Hund kennt er. Wo ist der Hund? Das ist der Opa. Katze. Ich sehe den Hund. Hörst du den Hund? Stimmt, Sarah soll die schnauzen. Jetzt kommt Wasser über den Bauch. Wasser über den Bauch, ne? Ruhe. Sag ruhig, Lein. Sag bitte. Danke. Bis nachher. Ja. Winke. Schönen Grüße an die Mama.
mein Auto im Weg. Papa! Papa! Aha. Das ist gut, dass wir mal laufen lassen können. Die hat ja echt super gespielt, ne? Super. Es war halt nur Pech, also, weil ich habe ja auch super gespielt und ich war dann letztendlich doch super, die bessere nicht. Also, oh, die gewinnt sie nicht gegen die Lava, das sehe ich so. Ich hab's für dein Glück. Der Leiden hat auch verloren. Aber der ist noch nicht satt. Ich würde lieber weg. Ja, wollt ihr? Was ist denn hier? Ein Stück Marmor. Du möchtest lieber ein Stück Marmor? Ich bin kein Fan von Eis. Ach so. Mama, was ist das für ein Bäckchen? Was ist das für ein Bäckchen? Oh. Ich bin ein Fan von Nachbarn und Lenten. Aber sonst kann ich nicht treffen. Da stört dich immer, wenn ich dich stören. Mama, hast du auch Apfel? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe da so eine schöne bunte. Das ist der Griff, oder? Mit den Beinen. Den Namen der Emma-Bäcker über Ivan Lendl. Zeitweise haben wir sich hier angeschaut. Das ist doch alles. Ein Stück mal. Ach Gott, wo ist er? Ja, der Topf muss da haben, hat er mir gesagt, schon den Topf dazu stellen. Mit was? Moment. Hast du mir mal ein Rezept mit? Was du schmeckt, nehmen bitte, ich bin das. Ich habe meine Kollegin, das war mal gesagt, die nicht ganz so stark bin, aber das ist ja. Ruhe! Andreas, geh mal mit dem Jan dabei. Geht mal zusammen. Er ist ein bisschen in die Hocke gehen. Was runtergehen, Andi. Ja, so, krieg ich auch besser drauf. Guter Hund. Brav. Keine Kinder beißen, nein. Was Jude immer macht, aber ein bisschen größer. Pfui. Nicht. Pfui. Ich hab nichts passiert, Ui, Ui! Bitte! Nein! Ich muss nicht trauen! Ist der Andreas mutiger als die Sabine? Ja, ja. Die gewinnt ja. Nein, ja, die kann ich nicht. Was zum Machen? Ich bin aber auch schon da. Okay.
Ja, sie fällt ihm wohl. Wie zittert er auch immer. Ja. Komm mal her, guck mal hier hin. Ja, was willst du denn? Du bist ja... Hui! Die Kleine, die sah es doch. Er will sich rühren. Welchen, ja. Ja, du musst da hinschauen. Komm mal her, guck mal hier hin. Komm mal her. Komm. Ganz gut. Ja, wenn du nicht hier hinkommst, dann trau ich dich auch nicht. Ne, Erpressung. Er macht ein Bau, ja. Das ist meine Meinung. Er macht ein Bau, ja. Dein Bau. Tja, lieber Hunde. Musst du dahin machen, ja, so. Ja, ein bisschen mehr. So. Ja. Ja. Wow, wow. Wow! Wow, wow. Wow, wow. Thank you.
Mael. Hallo. 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 Das ist auch mal schön. Hallo. Hallo. Wow, wow. Wow, wow. Was ist denn aus den Augen? Ja. Sehr schön. Was ist da denn so müde? Ich muss gerade erst aufgewacht. Ich muss jetzt richtig wach werden. Das war nichts Besonderes, mit dem wir es gemeint. Aber jetzt, sehr schön. 10.